hier um das Thema Hochsensibilität. Und wenn du wissen möchtest, ob du vielleicht auch hochsensibel bist, dann kannst du das hier im Gespräch mit einer Expertin, Lydia Schlaat, die ich kenne, persönlich auch als Freundin, erfahren und auch herausfinden, was du tun kannst, ne? Wie du damit umgehen kannst in deinem Leben, wenn du auch vielleicht darunter leidest. Weil viele, das ist glaube ich deine Erfahrung, leiden darunter. Wenn dich das Thema interessiert, freue ich mich sehr, wenn du mit dabei bleibst in meinem Podcast. Wir sind die Veränderung. Herzlich willkommen. Und willkommen, Lydia, in meinem Podcast. Schön, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auch sehr. Ja, also ich würde, glaube ich, gerne auch gleich mit dem Thema starten. Mhm, ja. Was ist denn, wenn jetzt jemand hier zuhört und herausfinden möchte, habe ich vielleicht auch dieses Thema? Leide ich unter Hochsensibilität? Woran erkenne ich das überhaupt, dass ich hochsensibel bin? Also erstmal so für die Statistik. Man spricht ja ungefähr von 20-25% der Weltbevölkerung, die hochsensibel sind. Und das hat ganz viel mit, ja, einer Wahrnehmung zu tun, die mit, ja, mehr der Emotionalität zu tun hat. Also natürlich auch rational, klar, irgendwie, aber man sagt auch zum Beispiel, dass Hochsensible mehr die rechte Gehirnhälfte nutzen. Also die rechte Gehirnhälfte, die viel mit Emotionen, mit Bildern zu tun hat, mit Farben. Und nur so nebenbei, da gibt es auch zum Beispiel die Synästhesie. Also Synästhesie sind Hochsensible, die zum Beispiel Farben und Klänge miteinander kombinieren. Und die sind auch erforscht. Genau, also es könnte auch zum Beispiel mit Hochbegabung zu tun haben. Aber Hochsensibilität an sich ist einfach eine Feinfühligkeit und auch ein Merkmal des Nervensystems. Man spricht eigentlich von einem Persönlichkeitsmerkmal, also so ähnlich wie, als wenn jemand eine bestimmte Nasenform quasi hat. Also es ist eine bestimmte Form, wie man die Welt wahrnimmt. Also wirklich, dass zum Beispiel weniger Filter da sind im Gehirn, um Reize zu verarbeiten. Also dass die Reize noch viel, viel schneller an Hochsensible herangetragen werden oder sie das viel, viel stärker spüren in sich, in ihrem System, in ihrem Nervensystem, als zum Beispiel Normalsensible. Also das sind dann so die Begrifflichkeiten. Aber im Alltag jetzt, woran erkennt jemand, oh, das betrifft mich, weil das ist jetzt ein bisschen, vielleicht für manche ein bisschen zu theoretisch, aber wie ist es im Alltag, dass ich erkenne, wow, ich glaube, das ist mein Thema auch, woran erkennt jemand das? Gibt es zum Beispiel bestimmte Symptome, die jemand häufig dann hat? Ja, natürlich. Also das ist zum Beispiel auch, ja, wenn jemand sehr viel Lärm, also Lärm nicht gut ab kann, also wirklich auch sehr geräuschempfindlich ist. Also das wäre dann, könnte sogar etwas mit Hellhörigkeit zu tun haben. Das geht aber nochmal in den Bereich Hochsensitivität, das ist nochmal eine andere Sparte. Aber jemand könnte geruchsempfindlich sein und zum Beispiel nicht gut Straßenbahn fahren oder was auch immer. Weil ihn das alles schon belästigt, die ganzen Gerüche und Parfüm hier und da und so weiter. Ja, gerade Parfums und so weiter. Ja. Irgendwie, also so geht es mir auch irgendwie. Also ich kann auch nicht Bus fahren oder Straßenbahn fahren. Ne, das ist irgendwie wirklich die Hölle für mich. Genau. Oder auch, dass man auch visuell sehr, sehr stark irgendwie quasi Reize wahrnehmen kann und irgendwie auch das Gefühl hat, so irgendein Blitzlicht oder irgendetwas in der Disco, also bestimmte Lichter, dass man das nicht gut ab kann. Oder tatsächlich auch, ja, Geruchsempfindlichkeit. Aber auch, wenn Stimmungen im Raum sind, die zum Beispiel destruktiv sind. Zum Beispiel Aggression. Oder von jemand anders meinst du jetzt? Von jemand anderem. Also man ist im Raum, das sind andere Menschen. Genau, also sozusagen sogenannte Fremdenergien oder irgendwie einfach von anderen Menschen. Und wenn ein Hochsensibler einen Raum betritt, und dann reingeht und das Gefühl hat, so, oh, dort ist die Aggression, dort sitzen Ängste, dort ist irgendetwas ganz Toxisches, was sie nicht greifen können, aber sie nehmen es trotzdem wahr. Das kann auf jeden Fall mit der Hochsensibilität verbunden sein oder das könnten Symptome sein, zumindest. Also auch auf der Gefühlsebene, wirklich Dinge wahrzunehmen von jemand anderem auch teilweise,
wo man denkt so, das kommt jetzt nicht von mir. Mhm. Also ich fühle das jetzt gerade nicht, aber ich nehme das von jemand anderem wahr. Mhm. Und das spüren gerade Hochsensible sehr, sehr viel. Und eine Frage, die mir dazu gerade in den Sinn kommt, ob du das in deiner Praxis auch kennst, also in deiner Arbeit mit Menschen. Weil wenn ich an mich selber denke, kenne ich das auch so eine Art Fluchttendenz, Gruppen zu meiden, nicht da, wo was laut ist oder wo viel los ist. Das ist dann auch so eine Art Vermeidung ein bisschen. Ne? Ist das so ein übliches Verhalten dann von Hochsensiblen? Oder gibt es sogar die Tendenz, dass jemand richtig so krank werden kann durch diese Hochsensibilität? Oder kann das zu was Destruktivem richtig werden auch? Oder wie ist das mit deiner Erfahrung da? Eigentlich nicht. Also es sei denn, man nutzt das tatsächlich als Vermeidungsstrategie. Also ne, das ist ja etwas sehr Individuelles dann. Es ist ja immer die Frage so, wie nutzt du etwas, also ein Wissen. Also zum Beispiel für mich war es eine Offenbarung. Also für mich war das irgendwie ich, die mich immer sehr, sehr falsch gefühlt hat, weil ich Dinge so wahrgenommen habe, wie andere das nicht wahrgenommen haben. War das eine Offenbarung. Für andere kann es wiederum tatsächlich so sein, dass sie dieses Konzept nehmen, so wie mit vielem anderen, was man ja missbräuchlich verwenden kann, und dass man das als Ausrede nimmt, um etwas nicht zu tun, ne, um etwas zu vermeiden. Weil man ja so sensibel ist. Man ja so sensibel ist. Genau. Genau, so hochsensibel. Ja, genau. Ne? Deswegen ist das echt... Ich glaube, deswegen machen sich manche sogar schon ein bisschen drüber lustig, habe ich in einem manchmal, das wenn man kann so sehr, sehr in gut Medien sein. Guckt. Und, ja, das ist auch so, teilweise, genau. Und irgendwie davon sprechen wir nicht, sondern wirklich von der Haltung so eigentlich, dass die meisten sich falsch fühlen. Und bitte an der Stelle eben nicht sich falsch fühlen, sondern wirklich eigentlich, dass die Hochsensibilität als Ressource und als Gabe nehmen, nicht als Fluch. Natürlich kann ich das niemandem vermitteln in dem Sinne, das muss man schon selber erfahren. Und gleichzeitig möchte ich das einfach als Appell weitergeben, dass es eine Ressource ist und im Grunde ein Geschenk, weil damit so viele Talente verbunden sind, was vielen gar nicht bewusst ist. Wie zum Beispiel Emotionen wahrzunehmen von anderen Menschen. Das ist nicht unbedingt bei jedem so. Ist ja vielleicht sogar idealer als Begleiter genau. von jemandem. Genau, gerade irgendwie in Bezug auf den Coaching- oder Psychotherapiebereich oder Therapie im Allgemeinen oder alles, was auch mit Begleitung von Menschen zu tun hat. Also da sind Hochsensible wirklich prädestiniert für, sofern sie lernen, sich auch teilweise abzugrenzen. Weil dadurch, dass sie so empathisch sind und so viel wahrnehmen, kann es aber auch sein, dass sie sich alles an Land ziehen und an Land holen, was ihnen aber teilweise vielleicht gar nicht gut tut und sich dann abgrenzen lernen dürfen. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema für Hochsensible. Abgrenzung auf eine gute Art und Weise. Also ein Ja zu sich und ein Nein zu jemand anderem. Das wäre ja jemand sozusagen anderem. Schon ein gutes Werkzeug, so, ne? Genau. Was du wahrscheinlich auch in deiner Arbeit dann weitergeben kannst. Genau, definitiv. Ja. Eine Art Selbstfürsorge ist das ja auch im Grunde, ne? Wenn man lernt, total. Sich abzugrenzen, ja, zu erkennen und Nein auch zu leben, wenn man das spürt. Definitiv. Mhm. Also Selbstfürsorge ist sowieso für Hochsensible das A und O, also auch in Bezug auf gut zu essen, genügend zu schlafen, also ganz, ganz basale Dinge auch, um sein Nervensystem zu regulieren und auch immer wieder sich zu erden. Weil viele Hochsensible gar nicht geerdet sind. Mhm. Also sind gar nicht so richtig in ihrem Körper, sind irgendwo überall anders, aber nicht richtig da und nicht richtig in ihrem Körper. Ja, hättest du da zum Beispiel ein paar Tipps, wie sich die Menschen erden können? Also mir fallen welche ein, aber jetzt will ich gerne dich befragen als Expertin. Ja, also erstmal irgendwie wirklich schütteln und tanzen. Den also Körper, meinst du schütteln? Den Körper, genau. Also wirklich sich hinzustellen und das Nervensystem entsprechend so zu regulieren, dass man über also Atmen, also wirklich bewusst das Ein- und Ausatmen und dann Schütteln wirklich auch Dinge, die nicht zu einem gehören, also auch teilweise Fremdemotionen aus seinem System entlassen kann zum Beispiel. Und auch dabei auch in den Tanz übergeht. Also das hat ganz, ganz viel mit Erdung zu tun. Dann aber auch tatsächlich Schlaf
Essen, Wasser. Wasser, ja, das Meer. Genau. Wir waren gerade eben im Schwimmen, deswegen bin ich so zerzottelt. Du hast deine Haare geschont, aber ich musste reintauchen. Genau. Und das alleine, also wirklich das Element Wasser, ist, wenn das jetzt auch zum Beispiel Badewanne ist, Dusche, das muss nicht immer das Meer sein. Wenn es das Meer ist, ist natürlich super irgendwie, aber dann erdet es einfach enorm. Mhm. Genau, also Breathwork, alles was mit Atemtechniken zu tun hat, ist enorm hilfreich. Mhm. Dann aber auch sowas wie Massagen, auch Selbstmassagen, also auch zum Beispiel sich vor dem Schlafengehen die Füße zu massieren mit einem schönen Öl, ne? Ob jetzt Lavendel oder etwas anderes, vielleicht auch einem anderen Öl, und dann wirklich einfach nur die Füße zu massieren und sich dadurch zu erden, das ja, ist wirklich super, super hilfreich. Mhm. Genau, fällt dir noch etwas ein? Also was mir auch immer hilft, ist, das hatten wir auch gemacht, ein bisschen diesen Kontakt bewusst mit der Erde tatsächlich aufzunehmen. Genau. Also der Planet, auf dem wir sind quasi. Das kann auch der Mutterboden sein, die Erde, richtig die Hände da reinzuwühlen. Ja. Oder ich liebe es tatsächlich, mich auf dem Boden mit dem Bauch richtig auszustrecken. Das tut mir gut, weil dann spüre ich, ich kann loslassen. Ja. Aber für mich persönlich am wichtigsten eigentlich ist tatsächlich das Wasser. Das hilft am allerschnellsten. Also das klärt mich am allerschnellsten. Mhm. Egal, ob es die Dusche ist oder das Meer. Oder das Meer. Ja. Ja, definitiv. Und das ist wirklich schön. Also wirklich Körperkontakt, also mit der Erde, also mit Mutter Erde aufzunehmen, ist wirklich unheimlich hilfreich. Oder auch sich manchmal wirklich auch vorzustellen, dass so tiefe, kraftvolle Wurzeln, also vielleicht aus dem Steißbein, so in die Erde wachsen, weil Hochsensible ja sehr visuell sind, also sehr gut visualisieren können, und dann wirklich für sich vorzustellen, sich kurz zu verbinden über den Atem, und dann sich vorzustellen, wie aus dem Steißbein tatsächlich so kraftvolle, dicke Wurzeln in die Erde wachsen. Das ist auch schon super, super hilfreich. Oder überhaupt auch Meditationstechniken zu nehmen, jetzt nicht irgendwie als Flucht, das kann man nämlich auch, irgendwie aus der Welt sich zu flüchten, sondern wirklich um sich zu erden, wenn die Welt zu viel ist. Mhm. Weil ich hatte das eine Zeit lang mit Seminaren zur Hochsensibilität, wenn zu viel Welt fürs Gehirn da ist. Mhm. Dann wirklich auszusteigen und sich zu erden, wieder in den Körper zu kommen und sich ganz bewusst mit der Erde zu verbinden. Mir fällt da noch ein anderer Tipp nochmal dazu ein, was man machen kann, wenn man unter Hochsensibilität auch ein wenig leidet. Zum Beispiel auch mit den Medien einen achtsamen Umgang zu finden, weil das ist ja das, was einen auch enorm überfluten kann. Und dann wirklich so Zeiten einrichten, das ist jetzt für mein Recherchieren oder was auch immer ich da machen muss, aber dann ausschalten, weil das Handy nicht anlassen oder WLAN nicht ständig anhaben. Das ist etwas, was wirklich auf uns eindringt und einwirkt, was wir oftmals gar nicht bewusst wahrnehmen. Ja. Und das ist auch, oder Spaziergänge, ne? Das ist etwas, was auch der Seele total gut tut. Ja. Ohne das würde ich auch gar nicht gut leben können. Ich glaube, ich brauche immer wieder dieses Seele baumeln lassen, einen Baum umarmen oder so halt die Natur eben. Ja, oder auch einfach Löcher in die Luft starren. Ja. Also wirklich gar nichts tun in dem Sinne, sondern wirklich einfach sein, also zu sein und sich zu erlauben, auch mal nicht zu tun. Ja, genau. Genau. Du, mir ist noch eine Sache gekommen, als wir uns das letzte Mal unterhalten hatten, hast du mir erzählt, dass Hochsensible möglicherweise hier jetzt in unserer heutigen Zeit auch vielleicht eine besondere Aufgabe haben. Du meinst, dass sie eine bestimmte Aufgabe haben, jetzt genau zu dieser Zeit? Genau in diesem Zeitpunkt. Mhm. Warum sind wir jetzt hier? Warum ist der Mensch jetzt gerade in dieser Hochsensibilität hier? Und was bedeutet das fürs Leben und in unserer jetzigen Zeit? Also ich persönlich würde sagen, dass sie dadurch, dass sie so viel wahrnehmen, auch so viele Stimmungen wahrnehmen, dass sie aber auch dadurch sehr ausgleichen, also sehr, sehr viel ausgleichen, also auch Felder, sogenannte Felder ausgleichen, die mit Destruktivität, mit destruktiven Energien auch zu tun haben, wo vielleicht auch jemand zum Beispiel wütend war. Aber hast du eine Erklärung dazu, wie das dann geschieht, dass es ausgeglichen wird?
Durch das So-Sein, also durch das eigene So-Sein auf der feinstofflichen Ebene, weil jemand aufgrund der Empathie, weil Hochsensible super, super empathisch sind, wir sprechen auch von Hochempathie manchmal an der Stelle, dass sie aufgrund der Empathie quasi mit dem anderen Menschen so in Verbindung stehen, so ja, verbunden sind, dass sie aufgrund dessen ausgleichen, ausbalancieren. Also transformieren im Grunde. Also das mache ich auch ständig. So, und dann bin ich irgendwie quasi, oder ich habe gelernt, und das können Hochsensible auch lernen, bei sich zu bleiben und bei dem anderen zu sein. Also das ist eine Form der Empathie, die konstruktiv und die gesund ist. Ne? Weil es gibt ja auch diese destruktive Variante, wo wir nur bei dem anderen sind und überhaupt nicht bei uns. Und es lässt sich aber lernen, tatsächlich bei sich zu bleiben und bei dem anderen. Weil dann sind wir verbunden und dann können wir Systeme ausgleichen. Also regelrecht Systeme ausgleichen. Und dann sind wir quasi eine Akupunkturnadel. Okay, super. Für die Welt, also für die Erde im Grunde und für andere Menschen. Weil wir, und je bewusster natürlich ein Hochsensibler ist, dass er das macht, also auch entweder sich bewusst in die Empathie begibt oder auch rauszieht, wenn er das nicht möchte, dann ist er ein ja, Mensch, der entsprechend der Bewusstheit etwas ausgleichen kann, wenn er das möchte. Und deswegen sind Hochsensible für mich so quasi, also nicht nur die Seismografen hier, sondern auch diejenigen, die die Welt retten können, aufgrund ihrer Empathie, ihrer Empathiefähigkeit. Weil das ja heute auch eine wichtige Fähigkeit, vielleicht immer wichtiger wird. Es wird immer wichtiger. Ich kann, musste ich an Dalai Lama denken. Da geht es auch sehr viel um das Thema Mitgefühl und mitfühlen können. Genau, oder? Das, genau. Und das ist ja Mitgefühl. Also Empathie ist ja eigentlich nichts anderes als Mitgefühl. Und das ist etwas anderes als Mitleiden. Ne? Weil das, was wir ganz häufig kennen oder was uns beigebracht wird, ist Mitleiden. Ne? Und das zieht uns aber runter. Es ist ja auch Mitleiden. Also man ist ja irgendwie quasi im Leid. Das steckt schon im Wort drin. Genau, das steckt im Wort drin. Ja. So, und Mitgefühl ist etwas völlig anderes. Das ist das, was ich beschrieben habe mit, man ist bei sich und bei dem anderen und erhebt eigentlich dadurch auch den anderen und sich selber letzten Endes. Das ist wie eine Art Ermutigung, Ermächtigung und Inspiration, weil man nicht mitleidet, sondern im Mitgefühl mit dem anderen verbunden ist. Das ist eine ganz, ganz andere Qualität. Dürfen wir auch alle wieder lernen, weil wir das anders beigebracht bekommen haben. Ne, wirklich irgendwie eher sehr bei den anderen zu sein und sehr mitzuleiden. Aber es hilft niemanden. Es hilft niemanden. Nee, ich glaube nicht. Genau, schon gar nicht einem selbst, sondern wirklich im, sich im Mitgefühl zu üben. Genau, und das ist wirklich eine ganz, ganz schöne Qualität und Fähigkeit. Ja, schön. Danke dir. Gerne. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage. Mir ist eine Frage gekommen. Vielleicht hast du so eine Art Botschaft. Also wenn du dir vorstellst, du hättest jetzt so ein Supermikrofon. Du hast ein Supermikrofon jetzt in deiner Hand und dieses Mikrofon hat die Eigenschaft, was auch immer du sagst, denn das kriegen jetzt alle Menschen mit. Also wenn du jetzt vielleicht mal dir vorstellst, das, was du jetzt sagen kannst, können jetzt alle hören, was ihnen helfen kann in der heutigen Zeit. Hast du da etwas, was du den Menschen mitgeben möchtest? Ja, also nicht nur Empathie, sondern auch Kommunikation. Also für mich ist das Thema Kommunikation super wichtig, weil wir uns in unserem Gehirn ganz häufig irgendetwas zusammenreimen über Menschen, über Situationen und so weiter. Und man könnte auch zum Beispiel, wenn jetzt Ängste aufkommen, wenn ein Vorurteil aufkommt, wenn ein Urteil auf einmal in uns auftaucht, wirklich das ganz leicht, ja, wie soll ich sagen, entzerren oder relativieren, indem man in den Kontakt mit demjenigen Menschen zum Beispiel geht und wirklich auch einfach fragt, wie hast du das eigentlich gemeint? So, habe ich das richtig verstanden? Das würde vieles klären wahrscheinlich. Es würde vieles klären und das hat ganz, ganz viel mit
auch eine Offenheit zu tun und auch mit Wertschätzung und auch mit Zutrauen, ne? dem anderen zuzutrauen, dass er schon sagt, was er meint und letzten Endes auch dem Ganzen zu vertrauen, also auch seiner eigenen Wahrnehmung zu vertrauen. Das ist das, was ich wirklich jedem wünschen würde. Also auch das Hochsensible ihrer eigenen Wahrnehmung vertrauen. Dass sie das nicht so hinterfragen im Sinne von, oh, ich weiß nicht, ob ich irgendwie etwas Richtiges wahrgenommen habe, sondern dem zu vertrauen und dann auf Menschen zuzugehen und sie zu fragen, wie hast du das gemeint? Oder kannst du mir das erklären? Oder ähnliches, weil die Brücke ist für mich immer wieder Kommunikation. Und das passiert auch über das Thema Abgrenzung. Weil man kann ja auch lernen, sich konstruktiv abzugrenzen und etwas liebevoll zu kommunizieren. Also auch ein Nein anfangen, liebevoll zu kommunizieren und nicht irgendwie, ich hau das jetzt raus und irgendwie verletze andere Menschen, sondern wirklich zu sagen, du, das ist so und so bei mir angekommen. Ich möchte aber an dieser Stelle gerne, dass auf mein Bedürfnis auf diese Art und Weise eingegangen wird, als Beispiel. Und das wäre so großartig, wenn die Menschen anfangen würden, miteinander wirklich in die Kommunikation zu gehen. Deswegen, das wäre meine Botschaft. Ja, das ist schön. Genau. Das ist eine schöne Botschaft. Ich hoffe, es haben jetzt alle gehört. Sehr schön. Vielen Dank, dass du mit dabei warst. Hat mich sehr gefreut. Danke dir ganz herzlich für die Einladung. Auch lieben Dank an euch Zuhörer. Und wir sehen uns wieder. Ich freue mich. Alles Liebe und bis bald.